Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Bei meinem Kanal geht es um deutsche Uhren. Ihr wisst es, deutsche Marken, Marken aus Deutschland. Und Archimede ist eine von diesen Marken. Wenn euch so etwas interessiert und ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt meinen Kanal abonnieren und werdet regelmäßig über Uhren aus Deutschland informiert. Ich mag Marken, ich mag Uhren und ich mag auch Leute, die auf Ratschläge hören, die sich anhören, was ihre Kunden mögen, was der Markt mag. Und die Uhr, die ich euch heute präsentiere, ist nach meiner Einschätzung ein Resultat dieses auf die Kunden und auf den Markt hören. Es geht um die Archimede Classic 200. Lange Zeit hat Archimede Uhren gebaut, die nur 5 bar wasserdicht waren und vor kurzem haben sie mit der Fliegerserie angefangen, eine erhöhte Wasserdichtigkeit ihren Uhren zugutekommen zu lassen. Mit der Archimede Classic 200 sind sie sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Diese Uhr ist nicht nur bis 200 Meter wasserdicht, sondern sie hat auch ein gehärtetes Gehäuse und ist anders als die anderen Classic-Serien auf den Indizes und auf den Zeigern mit Leuchtmasse versehen. Ich finde das wirklich klasse, dass hier die Firma, die Marke, auf ihre Kunden hört und sagt, okay, der Markt möchte das, wir werden es entsprechend umsetzen. Die Archimede ist eine Uhr, die im Stile einer Dresswatch, einer guten Uhr in Anführungszeichen, sehr klassisch gehalten ist und trotzdem sehr, sehr sportlich wirken kann. Und das werde ich euch im Verlaufe des Videos zeigen. Das Gehäuse ist gehärtet, das habe ich schon gesagt, aber das Gehäuse ist auch in unterschiedlichen Farbvarianten und Gehäusebearbeitungsvarianten gestaltet. Auch das werde ich euch im Video im Detail zeigen. Die Uhr hat auch eine Besonderheit, die ich euch beim Nachtshot, beim Nightshot zeigen werde. Das hat sich heute erst herausgestellt, dass diese Uhr diese Besonderheit hat und sie für mich zu einem Unikat macht. Ich will euch ein bisschen neugierig machen. Wenn ihr bis zum Nightshot durchhaltet, werdet ihr es mitbekommen. Ja, die Uhr, die ich euch heute zeige, ist mit 39 mm im Durchmesser eine für heutige Maßstäbe etwas kleinere Uhr, beziehungsweise eine Uhr, die einen ganz typischen Durchmesser für eine Dresswatch hat. Ich finde aber, sie erscheint am Arm kleiner als die 39 mm rein von der Papierform her vermuten lassen. Das werde ich euch aber gleich im Detail noch etwas näher zeigen. Die Uhr hat einen verschraubten Gehäuseboden, hat vorne und hinten ein Saphirglas verbaut. Das Saphirglas auf der Vorderseite ist entspiegelt. Ja, wie gesagt, 39 mm im Durchmesser. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und die Uhr hat eine Bauhöhe von lediglich 10,8 mm. Lug to Lug, also Horn zu Horn, beträgt 45 mm und sowohl die Indizes als auch die Zeiger sind mit Leuchtmasse gefüllt. Standardmäßig ist diese Leuchtmasse, die hier verwendet wird, BGW9. Das Ziffernblatt ist versilbert. Das Datum hat einen Rahmen und die Zeiger als auch die Indizes sind poliert, sodass man sehr viele Lichtreflexionen hier erzeugen kann. Der Gehäusekörper ist gebürstet, der Topring ist poliert
und die polierte Krone ist nicht verschraubt. Man kann sie also einfach herausziehen und bedienen. Ich finde den Wechsel zwischen den mattierten Seiten, dem polierten Topring und der polierten Krone sehr schön, weil dadurch auch unterschiedliche Farben entstehen. Insgesamt ist das Gehäuse etwas dunkler als normalerweise Stahlgehäuse bzw. gebürstete Gehäuse sind. Es geht ein klein bisschen Richtung Titan in der Farbe, aber das hat man häufiger bei den gehärteten Gehäusen. Und der polierte Topring setzt sich farblich und auch in der Bearbeitung deutlich ab. Das Saphirglas auf der Frontseite ist ein planes Saphirglas. Zuerst habe ich gedacht, ach schade, ich hätte lieber ein leicht gewölbtes Saphirglas gehabt, aber dann habe ich bemerkt, dass der Topring gar kein D-Ring ist, also kein gebogener, sondern dass er einen Winkel hat und damit eine eckige geometrische Form, wenn man das so sagen möchte. Und dazu passt das plane Saphirglas auf der Frontseite in meinen Augen sehr gut. Und man kann das hier ganz gut sehen, dass es einen Winkel gibt und der Topring, die Lünette, nicht gebogen ist, keine Kurve hat. Die Krone lässt sich auch mit Handschuhen sehr gut bedienen. Sie wirkt etwas kleiner, die Uhr, das habe ich erwähnt, und darauf möchte ich jetzt noch einmal näher eingehen. Das liegt für mich zum einen an der Lünette, die etwas abgeschrägt ist und nach oben zusammenläuft, wodurch das Glas deutlich kleiner ist als der Gesamtdurchmesser der Uhr. Und der Winkel in der Lünette trägt nochmal dazu bei, dass die Uhr von oben kleiner wirkt. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Faktor, und das ist für mich auch ein Indiz für eine etwas aufwendigere Gehäusebearbeitung. Die Lünette sitzt nicht plan auf der Gehäuseflanke, sondern es gibt da eine kleine Stufe. Das zeige ich euch aber gleich im Detail nochmal. Zunächst die Rückseite, schwarz ausgelegte Beschriftung, nicht nur gelasert oder gefräst, sondern auch schwarz ausgefüllt, gehärteter Stahl. Verbaut ist das Selita SW200-1. Und die Uhr ist, wie gesagt, bis 200 Meter wasserdicht. Was ich an der Uhr wirklich toll finde, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich sie angeschaut habe, etwas anderes entdeckt habe. Zum einen der Farbwechsel, aber auch, und hier kann man es sehr deutlich sehen, diese kleine Stufe, die kleine Kante zwischen der Seitenflanke und dem Topring. Das ist nicht viel, das ist vielleicht ein Millimeter, ein halber Millimeter. Aber insgesamt führt das dazu, dass die Uhr bei der frontalen Aufsicht ein bisschen kleiner wirkt, als die 39 mm vermuten lassen. Bei mir am Arm hätte ich vom Gefühl her wahrscheinlich eher gesagt 37 mm, vielleicht 36, auf jeden Fall deutlich und erkennbar kleiner als zum Beispiel die Sinn 556. Finde ich, passt aber sehr gut zu der Uhr. Die Zeiger und die Indizes spiegeln wunderbar das Licht wider. Und nachdem wir vom Arm und der Wirkung am Arm gesprochen haben, möchte ich sie einmal kurz anlegen. Aktuell montiert an der Uhr ist ein schwarzes Shell Cordovanband. Und wie ihr sehen könnt, die Uhr wirkt wirklich nicht groß und nach meiner Einschätzung deutlich kleiner als die 39 mm. Besonders schön finde ich auch, dass die Indizes und die Zeiger das Licht teilweise so reflektieren, als wären sie schwarz. Dann ist es mal wieder ganz silbern. Ich finde das super. Verbaut sind bei der Uhr übrigens standardmäßig gebogene Federstege. Ich zeige die euch hier einmal, wodurch das Band wirklich angenehm am Gehäuse sitzt, etwas Spiel hat und es auch keine Schabe- oder Kratzspuren des Bandes am Gehäuse gibt. Ich hatte erwartet, dass diese Uhr eigentlich fantastisch geeignet ist, um auch andere Bänder zu montieren, muss aber gestehen,
Das ist das Shell Cordovan, wie ich erwähnt habe. Muss aber gestehen, dass nachdem ich mit Bändern rumgespielt habe, mir Schwarzbänder mit Abstand am besten gefallen. Das hier ist das Standardband, was Archimede mit ausgeliefert hat. Ein schwarzes Lederband mit weißer Kontrastnaht. Angenehme Dicke, angenehm zu tragen, schön stabil, finde ich, passt hervorragend zu der Uhr. Dann habe ich noch ein bisschen geschaut. Ich habe hier noch ein dunkelbraunes Hirsch Performance Band mit einer braunen Kontrastnaht. Dunkelbraun geht auch, kann man gut an die Uhr machen. Finde ich aber nicht so schön wie schwarz mit weißer Kontrastnaht oder ganz schwarz. Insofern, ja, wie gesagt, die Uhr ist nach meiner Einschätzung, meinem Gefühl, nicht ganz so bandfreundlich, wie ich es ursprünglich vermutet hatte. Ein etwas helleres Lederband, ebenfalls mit weißer Kontrastnaht. Das war ein relativ günstiges Band, hat, glaube ich, nur 17 € gekostet. Und das finde ich passt ganz gut. Also das kann man gut machen, nach meiner Meinung. Und ein helleres Braun zu dem weißen Ziffernblatt geht, glaube ich, ganz gut und würde ich auch jederzeit tragen. Jetzt wieder ein dunkleres Braun. Ich habe hier ein Sinnband. Also wer auf die Sinn-Homepage geht, wird dieses Band mit der braunen Kontrastnaht oder mit der braunen Naht auch finden. Ähnlich wie das Hirsch Performance Band. Man kann es machen, aber wenn dunkel, würde ich bei der Uhr ganz eindeutig dann eher zu schwarz gehen oder aber einen deutlich helleren Braunton bevorzugen. Das ist ein schon etwas getragenes Band, ein dickeres Band mit einem glänzenden schwarzen Leder. Ich wollte einfach mal sehen, wie dieses glänzende schwarze Leder an der Uhr funktioniert, auch ohne Kontrastnaht. Und ich muss sagen, das verleiht der Uhr ein richtig tolles, klassisches Aussehen. Ich finde es gut, ich mag das und so würde ich die Uhr mit Sicherheit auch gerne und häufig tragen. Hier haben wir ein Hirsch Performance Band mit einer sportlichen Lochung. Ich wollte einfach mal wissen, ob das an die Uhr passt und es geht, aber es zerstört in meinen Augen die Uhr ein kleines bisschen. Also das würde ich so nicht tragen. Am besten gefällt mir, und das kann ich einfach nicht anders sagen, entweder das ganz schwarze Band oder aber das Originalband von Archimede. Hier nochmal ein etwas dunkleres Braun. Am Ende habe ich viel rumgespielt. Vielleicht könnte doch ein dunkelblaues Band passen. Das hatte ich jetzt nicht griffbereit. Aber die ganzen dunkleren Brauntöne gefallen mir nicht so gut an der Uhr. Entweder einen helleren Braunton, ein schwarzes Band, dann aber ein etwas dickeres, stabileres schwarzes Band oder vielleicht ein Blauton. Das müsste ich noch einmal probieren. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der einfach grandios ist, und zwar der Nightshot. Ich hatte euch schon vorgewarnt, hier gibt es was Besonderes. Und das ist das Besondere. Der aufmerksame Zuhörer wird noch im Kopf haben, dass ich gesagt habe, Zeiger und Indizes sind standardmäßig mit BGW9 belegt. Bei meiner Uhr nicht. Und das ist nicht geplant. Das entspricht nicht den Spezifikationen, die Archimede für diese Uhr aufgelegt hat. Ich habe mit Archimede heute telefoniert und es war nicht wirklich herauszufinden, wie die grünen Zeiger auf die Uhr gekommen sind. Alle anderen Uhren, die Archimede hat, haben blaue Zeiger und auch die Zeiger und Ziffernblätter, die noch nicht verbaut sind, sind ebenfalls alle blau. Ich habe von Archimede diesbezüglich einige Fotos bekommen, die das belegen. Hier sehen wir die Zeiger, Zeiger und Ziffernblätter. Es ist alles blau und nicht grün. Meine Uhr hat grüne Zeiger und das Schöne für mich ist, diese Sonderausfertigung kann man so auch nicht bestellen. Das war ungeplant, das war Zufall und ich habe diese Uhr so bekommen. Freue mich wie Bolle, weil sie den sportlichen Charakter der Uhr unterstreicht. Und ja, es tut mir leid für euch. Ihr müsst dann tatsächlich, wenn euch diese Uhr interessiert, mit blauen Zeigern und blauen Indizes zufrieden geben. Meine Uhr mit einer zweifarbigen Leuchtmasse gebe ich nicht mehr her.
Für 880 Euro bekommt man hier nach meiner Einschätzung ein richtig, richtig tolles Gesamtpaket mit gehärtetem Stahl, mit leuchtenden Zeigern, leuchtenden Ziffern, die ich, wenn es richtig dunkel ist, auch die ganze Nacht durch ablesen kann. Wenn es etwas ins Zwielicht geht, dann ist natürlich die Leuchtkraft der kleinen Leuchtpunkte und der dünnen Leuchtstreifen auf den Zeigern nicht so auffallend und nicht so deutlich, wie es bei Taucheruhren ist, die deutlich mehr Leuchtmasse haben. Aber wenn es richtig dunkel ist, kann ich auch nach 4 Stunden mit etwas Mühe die Zeit noch ablesen. 880 Euro, richtig tolles Gesamtpaket, eine Uhr, die wirklich was aushält und die an beinahe jedem Arm tragbar ist. Ein Stahlband gibt es zu der Classic-Serie. Ob es das auch gehärtet gibt, weiß ich noch nicht. Aber das Stahlband von Archimede kann ich auch empfehlen. Passt gut zum Charakter der Uhr, passt auch gut zu dieser sportlichen Uhr. Ob es farblich passt, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu der Uhr sagt, ob es euch gefällt, wie ihr das Gesamtpaket beurteilt. Bleibt in jedem Fall gesund, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Axel.